Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Es geht auf Weihnacht zu langsam. Wir sind in einer Location oder Lokalität, wo wir schon mal waren, nämlich in St. Gallen. Vielleicht müssen Sie kurz erklären, warum wir heute da sind. Ja, also das ist ein Hotel und eine Klinik, heisst Oberweit. Das sind ja spezialisiert für namentlich als Reha-Kliniken. Und meine Frau musste in so einer Klinik und jetzt sind überall gut besetzt, auch die, die traditionell am gegangen sind, oder? Und jetzt sind wir das zweite Mal da und es ist eine gute Klinik, neu, aber gut. Und wie das so ist, ich bin dann auch mitgegangen, einfach von St. Gallen aus arbeiten, oder? Und gehe jetzt Abend auch wieder da hin. Und, also Sie fahren jetzt von St. Gallen auf Herliberg, arbeiten ja, dort und wieder zurück? Ja, jetzt heute nicht und morgen auch nicht, weil am Ende gehen wir wieder zurück. Oder? Wie geht es Ihrer Frau? Ja, also, es gibt auch Homeoffice, können wir ja machen. Oder? Jetzt geht es also wesentlich besser, ja mal gut. Also wünschen wir alles Gute. Ja, ich habe nur gedacht, wie viele Leute schauen zur Sendung und sagen, ja, die Stühle haben wir noch nie gesehen in Herliberg. Genau, ja. Schon interessant gewesen, wir sind da draußen gesessen, haben einen Kaffee getrunken. Also die Leute da oben schauen Teleblock, ja, haben wir festgestellt. Ja, wenn wir morgen früh im Sinn mit draußen gesessen sind, bevor wir es gemacht haben, laufen Leute und der Brocken rackert da, gut. Ja, ich schaue immer die Sendung. Also, man sieht, es gibt also... Das ist nicht umsonst. Jetzt noch etwas anderes habe ich gelesen in der NZZ. Die SVP hat diese Woche noch Fraktionsessen gehabt. Das war ja in der NZZ eine grosse Geschichte. Alle sagen es ab. Sie führen es durch. Ja, wir machen es selbstverständlich. Wieso muss man ein Fraktionsessen absagen wegen Covid? Natürlich müssen wir die Vorschriften einhalten. Jeder, der kommt, hat man sie zeigen. Zertifikat. Wenn man nicht kennt, hat sich ausweisen. Masken auf, bis man am Tisch ist. Und beim Tisch sind 8er-Tisch gsi, also nicht sehr, sehr eng beieinander. Und hat das durchgeführt. Wir müssen aufpassen. Das einfachste natürlich im Leben, damit ja nie einen angesteckt ist, ist Menschen auswärzen. Also wenn wir alle würden es totschlagen, dann gäbe es keine mehr. Gut, das ist natürlich ganz radikal lösen. Ja, da wäre die radikal. Aber man kann es ja machen. Aber man kann es natürlich auch das Leben auch so reduzieren, dass man am Schluss eigentlich nicht mehr kann leben, nicht mehr kann arbeiten, nicht mehr gesellschaftlich sein. Da müssen wir aufpassen. Eben China zum Beispiel, Sie sind ein grosser Spezialist für China. Ja. Die schliessen sich völlig von der Welt ab, oder? Ja, das können natürlich Chinesen mit ihrer Form. Also sie tun nicht im Kleinen, sie sind gerade grossräumig. He. Die sagen also, ein Gebiet, das so gross ist wie der Kanton Zürich, wird jetzt abgesperrt, kannst nicht mehr raus. Dort rein könnt ihr frei verkehren. Also, das ist ein chinesischer Stil. Das ist in der Schweiz anders. Also, wir hätten ja Mühe, so ein Gebiet abzusperren. Wir hätten schon Mittel schon gar nicht. Oder? Ja, und die Fläche vielleicht nicht. Aber gleich in China, EMS ist ja in China sehr tätig. Spürt man jetzt schon Nachteile durch diese Politik? Ja, also es ist ja so, China hat am Anfang sehr radikal geschaffen. Natürlich sofort Masken, Abstand und dann auch impfen. Die tun auch impfen, oder? Aber sie haben keine Impfpflicht. Weil das wissen die Chinesen wieder. Das kann man gar nicht überprüfen. Und man sollte nichts anordnen, wo man nicht überprüfen kann. Weil das ist ja eine Anordnung ohne Folgen. Das bringt es nicht. Also sogar ein Staat und eine Diktatur, wirklich Diktatur ist, viel, ja. Viele, viele grösseren Einfluss hat als bei uns, macht das nicht. Und sie haben dann auch wieder Rückschläge gehabt, wie sie das machen mussten. Man hat eben von den Chinesen auch gar können lernen. Warum? Weil sie haben viel früher den Virus gehabt, oder? Das Virus sind sie ja, er kommt ja von China, oder? Natürlich. Ja. Ja, kommt von China. Man hat dann zuerst, man muss ein bisschen aufpassen, woher das kommt. Dort, wo man zuerst entdeckt, dort heisst nicht, dass er unbedingt von dort kommt. Wir leben jetzt das mit Südafrika. Die Südafrikaner sagen, wir sind die Ersten, die neueste Entwicklung hier festgestellt haben. Und jetzt sagen alle, ja, der kommt von Südafrika. Und jetzt werden alle
Sanktionen gemacht gegen uns, nur weil wir ihn entdeckt haben und das bekannt haben. Gut, das war bei der spanischen Grippe ähnlich. Haben wir auch gesagt, kommen von Spanien, das war auch nicht der Fall. Ja. Aber gleich, bei China ist ja mehr oder weniger gesichert, dass er aus dieser Stadt Wuhan kommt, oder? Ja, also man hat dann auch zuerst dort festgestellt, dort hat man ja gesagt, es komme von Fledermäusen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Man hat ja gesagt, er sei sogar in Laboratorien, chemische Laboratorien, sei das durch eine Fehlmanipulation oder durch eine Manipulation, vielleicht auch nicht, weil sei das entstanden. Also die Frage müssen wir einfach offen lassen. Die kann ja uns jetzt auch nicht interessieren. Es ist ja für uns nicht so interessant. Ich meine, das ist klar, der amerikanische Präsident, also nicht der Biden, sondern der Trump, der immer gesagt, ja, das sind Chinesen. Es hat auch einen Hintergrund gehabt, warum, oder? Weil der ist natürlich gegen China sehr stark vorgegangen. Also hätte er müssen sagen, es ist ein Fehler passiert. Aber item, das ist ja jetzt nicht Tatsache, ist, dass es den gibt. Also ich weiss, hier sagt man eigentlich der Virus oder das Virus. Einmal ist man das, einmal aber der Virus, das. Ja. Aber ja. Ich glaube, der Virus, aber... Ja, eben, ich weiß nicht so sicher. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher, für unsicher also mit jetzt. Also auf Hundart ja. Sagt man, glaube ich, das Virus. Der Virus. Das ist also der Virus, ja. Der Virus, also... Wenn es latinisch wäre, wäre es noch schon die Schwürze heissen Vira, wenn es weiblich wäre. Gut, wär. Sie sind der Latino, noch, oder? Ja. Na, das könnte ja noch sein, ja. Oder? Aber item. Und das haben wir jetzt. Und was man ja weiss, und das haben die Chinesen sofort festgestellt, der ist ansteckend. Und so ansteckend über den Atem in erster Linie. Wenn man ausschnauft, also muss man schauen, ist wie bei der Grippe, schauen, dass man sich nicht ansteckt. Maske, gut. Abstand, gut, steckt man sich weniger an. Bevor man weiss, was man machen kann. Dann hat man ja schnell jetzt einen Impfstoff entwickelt. Und dann muss ich sagen, das ist eine grosse Leistung von der Chemie, in so kurzer Zeit einen Impfstoff entwickeln, der so ist, dass man mehr oder weniger bedenkenlos kann brauchen. Wir wissen noch nicht ganz sicher, was die Langfristfolgen sind, weil es keine lange Fristen gibt, oder? Aber ich habe sofort gesagt, ja, wenn es einen Impfstoff kommt, musst du den benutzen. Und zwar aus Eigennutz, nicht zum Held in der Öffentlichkeit und zu sagen, ich muss jetzt eine Reklame machen, ich bin dann geimpft, und damit die anderen, die nicht geimpft werden, dass man die zwingt zu impfen, oder? Und jetzt haben wir das und jetzt kommt da ein Neuer und man sieht da, man ist halt am Anfang, weiss man es halt nicht so recht. Man kann da nicht so einen Vorwurf machen, also wenn man es nicht recht weiss. Aber das Anstecken bleibt. Und für mich ist immer noch ein typisches Beispiel, wie man nicht umgehen mit der Wirklichkeit. Mit dem, wo eigentlich seit dem Anfang das Wirkungsvollste ist, nämlich eine Maske tragen, damit man nicht ist, wer nicht ansteckt, haben wir am Anfang am meisten Mühe gehabt. Weil wir keine Maske gekauft haben, wie es vorgeschrieben wäre, nach dem Gesetz, das wir im 2013 gemacht haben, hat man gesagt, oh, jetzt haben wir keine Maske. Das können wir nicht zugeben. Jetzt müssen wir zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und dann sagt man, nein, Maske, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass das nützlich ist. Und dann sagt man sogar, es ist sogar wahrscheinlich schädlich. Und ich habe das gesehen an der eigenen Tochter, die ja eben Chemie führt und natürlich auch Erfahrung hat im Umgang mit China. Dann sperrt man die aus dem Park. Aber heute ist, glaube ich, schon... Ist der Konsens schon, dass Masken schützt, oder? Ja, eben. Aber wie lange ist das gegangen? Ja. Dann muss er das sofort machen, oder? Und jetzt in Güte, da hat man jemanden wollen strafen, weil er sie anhat. Und heute will man jemanden strafen, weil er sie nicht anhat. Das ist, und das hat man da können merken. Und das hat man nur gemacht, weil man nicht hat wollen, einen Fehler zugeben. Es ist nämlich viel besser, wenn man vor die Leute ansteht und sagt, da haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir korrigieren.
als immer vertuschen. Aber jetzt gleich nochmal, wenn man die Situation anschaut, heute ist ja die Diskussion 2G. Was sagen Sie zu dem? Ja, ich finde es nicht notwendig. Also wenn einer 3G hat, weil er getestet worden ist, also geimpft, getestet, und dann gelesen, noch Maske, jetzt hat man das so bestimmt und es gibt auch keinen Grund dazu. Es regt immer wegen den Spitälern. Ich schaue jetzt, es kommt auch nicht so darauf an, wie viele das positiv sind. Wenn positiv sind und keine schwere Folge hat für Spital und Intensivstation und gestorben und Tod nicht hat, dann ist das gar nicht so schlimm. Das ist wie wenn einer in der Grippe halt einen Tag oder zwei mit Fieber im Bett liegt, machen wir ja nicht eine Statistik und sagen, es ist jetzt ganz schlimm. Aber die Zahlen sind schon hochgegangen jetzt, oder? Von den Testeten. Aber von der Krankheitsfälle. Also die positiv sind, die sind am meisten hochgegangen. An sich müssen wir ja eigentlich froh sein, dass viele positiv sind. Die sind nachher alles genesen. Aber es hat gleich noch relativ viele genesen, Tote. Genesen. Also die Toten sind, die Zahlen nicht so gross. Und jetzt, was mir nicht bekannt gibt, das wäre ja das Dringendste. Was sind eigentlich die Fälle auf der Intensivstation und wie ist eigentlich das Alter von denen, die gestorben sind? Das ist immer noch weit über 80. Also jetzt ist, glaube ich, die neueste Zahl ist, glaube ich, 85 im Durchschnitt. Also ich mit 81 bin immer noch unter dem Durchschnitt, oder? Also, und in dem Alter sterben wir halt auch. Wenn wir mal weit über 80 sind, wissen wir, wir sind näher beim Tod, oder? Und jetzt muss man ja schauen, dass es einfach die Alten besser geschützt sind. Und die muss man jetzt halt impfen, oder? Und vor allem, jetzt muss man schauen, dass die pflegen, da habe ich von Anfang an, da am Telebrocher gesagt, ich finde, das Pflegepersonal, die müssen immun sein. Also die müssen immun sein, die sind am nächsten bei denen, wo es am schnellsten schwere Folgen hat, wenn sie angesteckt sind. Und jetzt mit diesen Spitälern immer sagen, oh, jetzt ist denen so, jetzt sind sie ausgelastet und so weiter, geht wieder auf die Weihnacht zu. Ja, vor einem Jahr können sie auch schauen. Dann sind sie immer am meisten ausgelastet, oder? Weil sie natürlich auch in der Weihnacht froh sind, wenn nicht viel kommen, oder? Also, man glaubt, man traut einem Haufen Sachen eben nicht, oder? Also, G2 sind Sie dagegen. Haben Sie ein Verständnis für Leute, die sich nicht impfen lassen? Wenig. Weil ich finde, es stimmt. Ja, aber Sie haben es ein paar Mal gesagt, Sie sind da x-fach ja, gegen und ich finde es, find es auch nicht so schädlich, wie die meinen. Stimmt, das weiß ich auch. Die Langzeitfolgen sind nicht bekannt, aber mit dem, der sich nicht impfen lässt, sind sie auch nicht bekannt. Und zweitens, die haben richtig Angst vor mir. Da können sie ja nichts machen. Das sind die nicht Zug fahren, die nicht fliegen. Weil sie wahnsinnige Angst haben vor dem. Kennen die also? Ja, ich kenne einen Arzt, der geht nie mit dem Zug. Hat das Haus im Tessin, der geht nie mit dem Zug. Weil der so eine Angst hat vor dem Zug. Mit dem Auto, fahren. Oder wie? Ja, aber... Aber da können Sie lange diskutieren und sagen, hören mal, also Todesmöglichkeit auf der Straße ist sicher mindestens so groß wie beim Zug. Oder irgendetwas, das nützt nichts. Für das muss ich auch nicht Verständnis haben. Sagen, ja, wenn es so ist, ist es so, gibt es derjenige beim Impfen. Einfach sagen, nein, ich impfe mich nicht. Ich kann machen, was du willst. Und dann fängt man an, intellektuell da begründen, das spielt gar keine Rolle. Aber man sagt, wenn du nicht impfen lässt, musst du halt auch die Folgen tragen, oder? Das wäre jetzt auch beim 2G, dass man immer die Folgen noch ein bisschen stärker macht und die vom Leben abschließt. Und da bin ich halt sehr, sehr zurückgehalten, dass der Staat immer in so das Leben eingreift. Wie wäre denn so eine Impfpflicht? Da würden die Leute eigentlich zwingen, sich zu impfen, oder? Ja, aber da muss jetzt wieder den Chinesen zu gut haben. Nicht einmal China macht das eine Impfpflicht. Wie sie sagen, wir können sie nicht kontrollieren. Und das sind ja Staaten, die können nicht kontrollieren, oder? Die sind ja vom Wesen her
Kontrolle starten, oder? Und mir, wie sollte man denn das machen, ob einer geimpft ist oder nicht? Das führt dann auch zur staatlichen Willkür, oder? Wenn man bei einem weiss, er ist nicht geimpft, dann nimmt man den dran und straft den. Dann hat es einen Haufen andere, die auch nicht sind, und die straft man nicht, weil man es nicht will oder kann kontrollieren. Gut, es gibt Argumente, im Auto musst du ja auch Gurte tragen, oder? Ja, aber den kannst du auch kontrollieren. Also, wenn einer auf der Straße keine Gurte trägt und die Polizei nimmt den neben raus und sagt, sie haben Gurte nicht angehabt, wird er auch gebüßt. Ich bin mal gebüßt worden wegen dem. Weil ich habe mal ein Pferd, wo eine ganz turbulente Zeit war, habe ich vom Fernsehstudio müssen an einen anderen Ort fahren im Auto. Und einer hat unbedingt noch ein Interview machen mit mir. Habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht, ich muss gehen. Sagt er, hören Sie, ich komme von vorne nie. Dann kann ich sie hinten geschwind aufnehmen. Und dann hat er das gemacht, hat er gesagt, aber jetzt sollten Sie geschwind die Gurte lösen. Sie müssen weiter rüber. Habe ich das gemacht? Hat es noch einen Busse bekommen, ja. Dann hat einer das gesehen, ein Zuschauer. Der hat mich angezeigt. Der Blocher hat dort geschwind die Gurte gelöst. Habe ich sofort eine Busse bekommen, die haben sie auch gezahlt. Das kann man. Aber das ist dann anders als beim Impfen, oder? Und beim Schnellfahren auf der Straße ist auch, da wird alles geprüft. Auch die Helmpflicht zum Beispiel beim Bauen, das ist ja eine Arbeitsbedingung, das wird geahndet. Also einfach die staatlichen Sachen, die vorgeschrieben sind, müssen können geprüft und geahndet werden, sonst muss man es sein lassen. Aber es geht dann noch weiter, wo hören wir denn auf? Das Ganze hat eben tiefere Folgen von einer Bestimmung, die man ganz am Anfang gemacht hat, wo unsere Partei dagegen war, beim Krankenversicherungsgesetz, das Obligatorium von der Krankenkasse. Da waren wir dagegen. Weil wenn Sie das Obligatorium haben von der Krankenkasse, können Sie auch gar nicht mehr ausweichen. Also die sagen, mir ist gleich, wenn ich sterbe, ich will dann, der ist im Obligatorium rein, von der Krankenkasse, der muss sich nach dem richten und der wird auch automatisch ins Spital tun. Der kann so sagen, ich verzichte nach einer Intensivstation. Wenn ist denn die, wir haben jetzt ein staatliches Gesundheitswesen operiert, angebracht. Und zweitens, wenn man sagt, das ist wegen der Spitäler. Also wir müssen den Spitäler ausrichten nach der Krankheit und nicht die Krankheit nach der Spitäler. Und sagen, jetzt schauen wir einfach, dass das Leben abgestellt wird, dann gibt es keine Krankheit mehr. Und das führt dazu, wenn sie strenger als sie sind, ist natürlich indirekt das Obligatorium. Wenn sie einfach so viele Sachen sagen, wo sie nicht mehr teilnehmen können, jetzt haben wir sie noch wieder, das war eine Idee, sie haben es glaube ich nicht gemacht, also bei der privaten Einladung müssen sie auch 3G oder 2G machen. Also wenn du kommst, geh Weihnachten feiern. Da haben sie jetzt gemerkt, wie willst du das kontrollieren? Musst du ja einen heimschicken, der das kontrolliert, oder? Ja, mal Thema nochmal, Fraktionssitzung. Wir haben können lesen, alle Bundesräte sind gekommen. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung, ja? Ja, natürlich. Also die ist ganz normal abgelaufen. Ist auch eine schöne Feier gewesen. Was ist denn das Hauptthema gewesen dort? Also nicht, ich weiß nicht, an jedem Tisch natürlich etwas anderes. Ist ja klar, es wird erzählt und gemacht und Politik. Und am Bundesratstisch natürlich ein anderes Thema, aber über das reden wir ja normalerweise nicht. Also Bundesrat sind... Wir sind ja die ein bisschen... Genau. ...geeignet ist, also der Fraktionspräsident ist noch dabei, der Parteipräsident ist noch dabei, Vizepräsidentin... Der Ogi ist noch gekommen. Ja, und der Altbundesrat, Adolf Ogi und ich, das sind die Altbundesräte von der SVP. Der Schmid ist ja nicht mehr SVP, weil ist er jetzt Mitte oder was da jetzt ist. Nein, das war schon... Ja, Mitte natürlich. Ja, das sind ja jetzt fusioniert worden. Ja, genau. Das interessiert jetzt nicht. Und der Bundespräsident Parmelin und der Ueli Maurer sind gewesen. Und das Mittagessen. Und dann schauen, von fünf von Schweizer Jögel gespielt haben. Wer? Eben die Partei der Selbstverantwortung. Da hat
Herr Dettling aus seiner Familie, seiner eigenen Familie und zwei Cousinen gebracht mit Schweizer Röckli. Schöne grüne Titel, das jüngste war 7 und die älteste beiden 10. Und haben hier die ganze Zeit unterhalten. Das ist doch schön, oder? Und vorabgesetzt, oben auf der Bühne. Und wo die wieder sind, haben sie wieder Masken angelegt. Also, ja, wie es vorgeschrieben war. Also, es ist alles kontrolliert worden. Aber ich sage, wir machen das nicht, man muss eben auch aufpassen. Man macht dann sehr leicht, sagt man, solche Veranstaltungen ab. Weil das natürlich am einfachsten ist, wenn du absagen kannst und dann noch nicht den Grund bringen. Ja, wir machen es nicht wegen Covid, oder? Und man sollte nicht leichtfertig etwas absagen. Und ich bin froh, dass die Partei, also die LVP-Fraktion, den Mut hat, sagt, wir führen es tunen und einhalten keine Vorschriften. Und das ist von selber gegangen. Und Covid ist praktisch kein Thema. Wo ich geschaut habe, sind alle möglichen Themen gewesen. Natürlich kommen auch viele ältere Mitglieder kommen da so eine Fraktion, wo man sich wieder trifft und wo man die Jungen kennenlernt und so. Also, das hat ja auch einen Sinn, so ein Fraktionsessen. Und das ist eines, was ich jetzt erlebt habe, von den wenigstiefsten gewesen. Letzte Frage noch, wir haben noch einen neuen Bundespräsidenten, Herr Cassis. Da heisst ja immer, die SVP hat ja Sympathie für ihn, oder? Keine Sympathie für ihn. Das ist ja nicht aus unserer Partei. Und wir haben ihn auch dort und dort kritisiert. Aber was jetzt hier abläuft, sehen Sie auch, was da jetzt kommt mit den Grünen und so weiter. Also da ist aber es läuft auf den Showdown raus irgendwann mal. Ja, und da macht natürlich... Oder es ist ja so, dass die Grünen einfach sagen, wir wollen jetzt einen zweiten Sitz, wir wollen jetzt auch einen Sitz im Bundesrat auf Kosten der Freisinnigen. Können sie ja machen. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja klar. Wir haben ja auch müssen einen zweiten Sitz haben. Wir haben gesagt, auf Kosten von der CVP. Wir haben lange müssen warten, obwohl wir schon die Stärksten sind. Also die würden jetzt halt auch noch ein bisschen warten. Sind ja noch nicht lang die drittstärkste, das kommt jetzt darauf an, wer ist... Eben, gewählt ist ja noch nicht worden. Ja. Aber sie, wir wollen jetzt. Und jetzt, was ein bisschen dumm ist, die beiden freisinnigen Bundesräte, die müssen jetzt zusammenheben und sagen, wir wollen jetzt die Sitz behalten. Das ist doch klar. Nur wenn wir jetzt vielleicht einmal geschwind ein bisschen schwächer sind, wenn wir jetzt da nicht nachgeben. Und jetzt merkt man hindurch natürlich, dass, wie der Frau Keller-Sutter, dass die ja so hinter unkollegial gegen den anderen losgeht, dass sie sagt, wenn es denn so weit ist, dann muss dann er gehen. Ah, das sagt er schon, ja? Nein, das sagt sie nicht, aber man merkt, dass sie es denkt. Ja. Oder? Aber was merkt man da? Ja, zum Beispiel jetzt macht sie doch einen Vorschlag und bringt einen aus ihrem Wirkungskreis mit dem Ergattiker ins EU-Dossier. Das ist ja Sache vom Außenminister, oder? Vom EDA. Und jetzt kommt... Ja, nimm eigentlich das Thema weg. Ja. Und Thema weg und sagt, du machst es allen gefällt und so, ohne zu sagen. Heute die Politik ist natürlich raffinierter. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sieht man da in der Kulisse. Das ist nicht gut. Und ich glaube, also, und jetzt sind sie die SVP angesprochen, wir sind immer für Konkordanz gewesen. Die drei grössten Parteien zwei Sitze und die kleinste Partei von diesen vier eine. Und das haben wir auch vertreten, wo wir schon also längstens zwei Sitze hätten sollen haben. Dann hat man gesagt, man muss ein bisschen warten, man kann nicht einfach jetzt geschwind ein bisschen ändern. Gut. Und so haben vor allem die Linken, also SP und Grüne gefunden, man muss ein bisschen warten. Jetzt müssen sie halt dann auch ein bisschen warten. Oder? Man kann nicht einmal im einen sagen, jetzt warten schon nachher nicht. Und das überschattet jetzt alles. Und jetzt hat das schon bei der Wahl vom Bundespräsidenten durchgesickert. Ich sage das, obwohl ich überhaupt nicht da dabei bin und nicht da in der Kulisse gesehen, im Parlament. Aber man weiß, was da abläuft. Oder? Eben, Frau Keller-Sutter hat ja noch Resultate bekommen, oder? Ja, klar, das ist ja klar. Das haben's noch, wer das geschaukelt hat, muss ich nicht sagen, sind sicher von der grünen Seite her
ist da aktiv mitgeholfen worden, um die Schwäche. Ja, da haben Sie auch Erfahrungen gemacht, ja, vor 15 ja. Jahren, oder? Ja, ja, natürlich. Das ist das sind ja nicht Heilige, die da kommen stimmen. Und je heiliger das klingt, desto schlimmer ist es. Oder? Also, das war Schlusswort von Weihnachten, natürlich noch schön. Das war Stella Blocher, heute nochmal aus St. Gallen. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Haben wir gefreut, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen dritten Advent.